Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video für euch. Ich hatte jetzt hier ganz spontan den Impuls für euch ein Video zu machen und euch von einem Erlebnis zu erzählen, das ich eben hatte. Ich war in der Akasha-Chronik, um für mich persönlich ein paar Botschaften zu channeln auf Fragen, die ich einfach hatte, so für die nächste Zeit, auch Alltagsdinge. Und während ich da drin war, also wenn du meine Videos schaust, weißt du, dass ich die Akasha-Chronik channele, so wie ich es ursprünglich auch mal vor Jahren gelernt habe. Und in der Regel kommen dort die Meister und Lehrer, also die Hüter der Akasha-Chronik, durch und geben Durchsagen. Es kann auch mal sein, dass Verstorbene durchkommen oder andere Wesen wie Engelwesen, Lichtwesen oder andere Gruppierungen, die sich dort auf dieser Ebene dann aufhalten oder dort hinkommen. Die wissen ja praktisch schon vorher, wenn ich vorhabe zu kommen, die wissen das schon vor mir und sind dann da. Und ich hatte das Channeling gemacht. Es begann auch alles ganz normal und ich habe von den Meistern und Lehrern Antworten zu meinen persönlichen Fragen bekommen. Aber auf einmal veränderte sich die Schwingung und ich konnte es selber kaum fassen. Also wenn ich das jetzt auch sage, es fällt mir echt schwer, das auszusprechen. Ja, mein Eindruck war, das Göttliche selbst spricht mit mir. Also die einen sagen Gott, die anderen Jesus. Ja, es war Wahnsinn. Es war eine sehr tröstende, für mich väterliche Energie, die sich angespürt hat, beschützende Energie. Und ja, also die Durchsage, die hauptsächlich kam, es kamen noch ein paar persönliche Worte an mich, war, und das wollte ich euch hier weitergeben, du bist mein. Also tatsächlich auch so, wie es in der Bibel steht, und es war sehr eindringlich und es war total befreiend auch gleichzeitig für mich. Und dann wollte ich euch das weitergeben. Dieses Wort, du bist mein, es sind ja nur drei Worte. Dieses, wisst ihr, in dieser Welt, man fühlt sich als Mensch manchmal so verloren. Und gerade wenn man alleine ist oder diese vielen Dinge, was auch passieren. Und es war so ein vollkommenes Friedensgefühl zu erkennen, da ist jemand, dem gehörst du. Also das mag sich für manche jetzt auch wieder so merkwürdig anhören, aber es hatte etwas total Befreiendes, so wie wenn alle Last von einem runtergenommen wird, dieses Leben meistern zu müssen und immer tun zu müssen und sein zu müssen, und du bist einfach in dem Moment, was du bist und erkennst, so war es für mich, du bist geschaffen worden in aller Vollkommenheit und du gehörst ihm. Also ich könnte es gerade losholen, es bewegt mich so. Und es kamen auch Botschaften, also ich kann das jetzt nicht alles wortwörtlich wiedergeben, aber halt dieser Satz, der sich immer wieder wiederholt hat, du bist mein. Und auch, es kamen auch biblische Sätze durch, aber auch andere Sätze, wo auch dieses, sage ich mal, Vergebungswerk, dieses christliche durchkam durch Jesus Christus. Also ich hatte auch in dem Moment wie eine Vision, also dieses Bild vom göttlichen Sein in seiner Reinheit, dieses Licht, aber da war auch was väterlich Tröstendes darin. Und dann diese Jesusgestalt als Sohn, als Verkörperung seines Seins im Menschlichen und auch das, was in uns ist. Und es war mir so die Botschaft, ja, also einerseits, was ich schon sagte, dieses Befreiende, du bist mein, also dieses einfach nur zu erkennen, da ist jemand, zu dem du gehörst und dem du gehörst und der für dich immer da ist, egal was in deinem Leben schief läuft, gut läuft, egal wann, also da alles so hinzugeben. Ja, und es
Also es war wunderschön, es hat mich befreit. Und ihr müsst auch wissen, also das muss ich dazu sagen, ich habe die Tage auch mal Videos geschaut, zum Beispiel unter Umständen auch dieses von Dylan Walsh, Gespräche mit Gott, habe ich kurz reingeguckt. Und ich hatte schon seit Wochen ja den Wunsch, Gottes Stimme zu hören. Ich hatte mir auch Literatur besorgt darüber, aber ich kam überhaupt nicht zum Lesen. Und dass das jetzt in diesem Channeling passiert ist, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich bin mit einer ganz anderen Intention reingegangen. Und als sich das so verändert hat, wahrscheinlich war ich in dem Moment offen und frei. Und ich wollte euch das einfach weitergeben. Dieses wunderschöne Gefühl, dass da jemand ist, der für euch da ist, zu dem ihr gehört, der euch gemacht hat in eurer Vollkommenheit und in eurer Schönheit. Und dass nicht nur ich jetzt hier, bloß weil ich vielleicht irgendwann mal gelernt habe, über die Akasha zu channeln, über ein Gebet da reinzugehen, das machen kann, sondern dass jeder das kann, dass jeder diese Stimme hören kann und in diese Ebene gehen kann, wenn ihr danach verlangt und wenn ihr das wirklich wollt, ne? Ich hatte nicht vor, mit so einem Video zu starten, weil ich schon länger den Gedanken in mir trage, für euch auch Videos zu machen, wo ich euch erzähle, was sich so nach dem Tod meines Mannes ereignet hat, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Wie ich wieder mehr zum, sage ich mal, Göttlichen an sich und auch mit christlichen und anderen Glaubensdingen beschäftigt habe. Darüber möchte ich euch noch ein Video machen, auch wie das mit der Spiritualität und Esoterik einhergeht. Und das war eigentlich die ganze Zeit in Planung. Ich wusste nur noch nicht, wie ich es beginnen soll. Aber jetzt dieses Channeling heute. Und diese Durchsage, du bist mein, das war jetzt so ergreifend, dass ich dachte, ich muss euch jetzt dieses Kurzvideo machen. Und auch wenn das alles überhaupt nicht so geplant ist, ist es jetzt einfach entstanden und das andere kommt dann halt danach. Und ich will euch einfach halt nochmal sagen, da gibt es jemanden, der euch will, wenn euch keiner auf der Welt will, wenn euch die Welt, ihr das Gefühl habt, die stößt euch ab. Da ist jemand, der ist für euch da und der möchte, dass ihr eine Beziehung aufbaut und dass ihr ja begreift, was ihr eigentlich seid. Also das ist, kann man kaum beschreiben. Und vielleicht fühlst du es jetzt in deinem Herzen, was ich dir damit sagen möchte. Du bist gewollt, du bist geliebt und das einfach zu spüren, du bist mein, ne? Dass ihr zu jemandem gehört und dass ihr zu Gott gehört. Nicht irgendjemanden, sondern zu Gott. Das wollte ich euch hier durchgeben. So ganz spontan. Es ist doch so 8 Minuten geworden. Ja, also bis ganz bald und bis zum nächsten Video. Tschüss.